Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, der Pfeif, deiner Tute, deiner, meine lieben Brüder und Schwestern, seid herzlichst, kann man da nicht weggehen. Ich wollte bloß zeigen, wo ich hier bin. Seid herzlichst gegrüßt zu dem tollen Spiel Outcast Second Contact Vers 12. Und wir sind in Talansar. Oder Talansar oder wie auch immer. Und das Spiel macht mich halbwegs fertig, weil ich jetzt schon seit einer guten Stunde hier in Talansar. Jetzt bin ich am anderen Ende. Da oben sind wir reingekommen. Also oben auf der Karte. Und ich watschel hier schon die ganze Zeit rum, habe schon ein paar rote, also böse, abgeschossen. Und versuche jetzt hier mal quasi da alle wichtigen auf der Karte da zu. Also man muss das hier da. Und so weiter. Und ich habe jetzt hier gerade eine Nebenaufgabe erledigt, nämlich den Brunnen gesprengt. Da, jetzt ist da wieder Wasser drin. Das ist eine Nebenmission. Und frag mich jetzt bitte nicht. Weil, ich habe zwar eine. Ich muss das mal leiser machen, ja. Ich habe zwar eine Art Komplett, also das nennt sich Komplettlösung. Das hier sind 10.000 Häuser und immer mit Vasen drin und man kann auch rauf runter gehen oder springen und da kann man natürlich beziehungsweise muss man auch mal immer wieder mal irgendwas einsammeln und da ist man und 10.000 Häuser und das Witzige ist, es gibt Häuser, da kommt man nicht rein, die haben keinen Eingang. Das muss mir erst noch mal einer erklären. Und hast ja gesehen, ich habe jetzt hier schon ein paar Waffen gekauft. Nur der Flamme FT Flamethrower. Flammenwerfer, nur der FT fehlt mir noch. Die anderen habe ich jetzt schon gekauft. Und es ist immer auch mal was in der Vase drin. Und ich habe schon drei komische Schlüssel hier anscheinend gefunden. Frag mich jetzt bitte nicht, für was die Schlüssel gut sind. Jetzt warte, guckst du. Also ich habe alle Waffen jetzt bis auf die Flamethrower und die HK, das ist die Heckler und Koch, HK, Heckler und Koch Pistole, die habe ich schon zweimal aufgerüstet. Also man kann zwei Level nochmal, und was wollte ich noch zeigen? Achso, ich habe hier drei so komische Schlüssel, Steinschlüssel, 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 frag mich jetzt nicht, wo die waren. Also ich habe versucht, bis jetzt in möglichst alle Häuser reinzugehen, falls die einen Eingang haben. Es gibt ja auch so kleine Häuschen, die haben keinen Eingang. Das ist witzig. Naja gut, aber 10.000 und einen Armreif habe ich auch schon, das ist irgendeine Nebenmission. Eine Steintafel habe ich, Schlüssel habe ich ein paar, Wahnsinn. Karte, irgendeine andere Karte habe ich auch noch. Warte, keine Ahnung, Karte. Karte, Steintafel, Schlüssel. Das war irgendwo in Hütten irgendwo drin. Also was heißt Hütten? Also hier so Dinger. Frag mich nicht. Die waren irgendwo drin. Jetzt kenne ich mich schon wieder nicht mehr aus. Ich war jetzt hier seit 3 Jahren nicht schon rum. Da ist schon wieder eine schöne Vase schon her. Ja, und leider sind die wichtigen Sachen immer, also wahrscheinlich anscheinend in so Vasen drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Dabei im Brunnen, den habe ich gesprengt. Das ist irgendeine Nebenmission. Gibt es hier was? Also du kannst 30 Jahre... Das andere Problem ist, dass du 30 Jahre mit irgendwelchen Typen quatschen musst. Und dann kommt jetzt noch ein paar Probleme. Und zwar folgendes. Moment, ich gehe mal zum Brunnen, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Metallgeortet. Ja, jetzt kannst du mal gucken. Das ist oben, oder? Garantiert oben. Und da brauchst du schon wieder ein halbes Jahr, bis du da mal raufspringen kannst. Da, oder bis du einen Weg findest, darauf. Warte, wo ist denn? Ist da oben wieder jetzt irgendein Metall? Ah, da, ja, machen wir jetzt eine Treppe. Kurze Pause. So, kann man jetzt da oben wieder was abgreifen? Metall gewartet. Da drüben die Kiste, oder wie? Nee. Ja, Metall, das ist entweder Geld. Oder Metall. Oder ein Schlüssel. Schlüssel, wo ist denn jetzt der schöne Schlüssel? Weg. Gibt's nicht. Da, so weit springt der nicht, der Kollege. Verdammt! Mach mal, kommt mal rauf. Medipack war das, oder? Die Sprungtechnik ist ein bisschen seltsam, aber. Na gut, ja, siehst du,
Doch, ja, dann hält er sich mal wieder fest. Wo ist denn jetzt das dämliche Metall? Wurscht. Da drin, da geht's auch. Nee, da geht's wieder runter. Da kann es 30 Jahre und garantiert ist aber irgendwas Wichtiges. Und jetzt noch was, Freunde. Also, pass Obacht. Also, wie gesagt, habe ich hier. Ist da hinten ein Grab? Achso, nee, das ist ein Wegweiser. Bettler. Oh, nee. Kannst du mir helfen, damit ich mir etwas zu essen kaufen kann, Ja, genau. Huch. Na, den brauchen wir nicht. Was ich, machen wir da schon drin? Was ich noch sagen? Da, ich will immer das nehmen, schau her, da. Das nimmt er aber nicht. Da ist der Flötenspieler, da stehen alle rum hier. Da glaubst du, bist du im Raumschiff Enterprise hier, Wahnsinn. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Gut, was wollte ich jetzt? Huch, jetzt kommen da, sind wieder böse, ja, da gehe ich schnell weg. Gehen wir zum Brunnen. Was ich noch sagen wollte. Also ich bin jetzt hier in Talansa oder bla 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 bla. Und hier kann man Waffen kaufen. Hier sind Händler, hier kann man Waffen kaufen. Und ich dachte, ich habe eine Komplettlösung. Ja, Puste, Blume. Hier steht Hauptmission. Das Mond in Talansa finden. Sprich mit Jamas Sokratze, der war glaube ich gleich am Eingang. Der erklärt dir, dass das Mond im Feepalast versteckt ist und leider derzeit nicht zugänglich. Also, du musst es bla bla, geht nicht. Okay, dann ist hier die Steuerzahlungen einstellen. Muss man hier anscheinend, jetzt gehe ich da weg. Hast du ein paar Zockins für einen Der nervt Talame? Mich tierisch. Und jetzt die Runde. Ich bin links hergekommen und Hesa, den brauchen wir. Und da sind ja auch keine roten mehr. Siehst du, da links rum bin ich hergekommen. Oben ist der Eingang. Oben ist da, sind wir reingekommen. Und dann bin ich links rund. Da habe ich mich rechts auch noch ein bisschen. Kranführer. Und dann aber oben zurück und links rum runter. Kranführer, da war auch so eine Nebenaufgabe. Du kannst auf meiner Homepage laraweb.de habe ich verlinkt auf diese Komplettlösung. Da steht es mit dem Kranführer, da muss man den Kran stoppen, das ist auch so eine Nebenaufgabe, da kriegt man viel Zeug. Und wenn man jetzt dieser Lösung trauen darf, dann muss man oder soll man hier, das sind immer nur so Stichpunkte, also die Steuerzahlungen einstellen, ja, muss man das machen. Das ist anscheinend das einzig Wichtige hier. Und dann gibt es 10.000 Nebenmissionen. Und das war's dann hier. Mehr steht dann. Also, Nebenmission. Brunnen reparieren haben wir gerade gemacht. Kiste stoppen, das ist da oben. Mogis Geschichte habe ich auch gemacht. Das ist um Bettler zu hören. Hoti besorgen. Eine Nebenmission. Ja, Hauptmission Steuerzahlung einstellen. Da wäre ich jetzt an dem Punkt Suche Hesa. Der ist jetzt der da oben, oder? Gut, dann gehe ich jetzt da mal hin. Jetzt lasse ich es mal so. Hesa, den brauchen wir jetzt hier für die Steuerzahlung. Das ist dann geht es aber da ewig weiter mit der Story. Also, genau, das ist ja, und man kann natürlich immer mal wieder hier Zeug sammeln, weil mir schon langsam auch die Munition ausgeht, weil ich schieße meistens mit der HK. Das andere, der Granatwerfer und so, was willst du mit dem? Der muss erst aufladen und da hast du nur 10 Schuss oder so und dann bis dahin haben die dich schon längst erschossen. Hesa, den brauchen wir jetzt mal. Damit ist es aber noch lange nicht getan. Jetzt ist er weg. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Hesa. Sind jetzt wieder Idioten da. Warte. Hesa, jetzt werden wir mit dem quatschen können. Brunnen repariert. Ja, genau. Brunnen repariert. Ich habe deinen Brunnen. Gerade vorhin. Also der Brunnen da. Mit dem Granatwerfer reinschießen. Ich steht habe in etwas der Dynamit in den Brunnen geworfen und schon spuckte er was aus. LN Duo oder so. Keine Probleme mehr bereiten. Gut, das haben wir gemacht. Ich muss zugeben, dass ich dank genau. deiner Hilfe jetzt mehr Zeit habe. Prima. Ah, da kriege ich Kohle, oder wie? Möchte ich dir gerne das hier geben. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir... Ui, da gibt's gar... Jetzt müssen wir einen Griechen. Bist du der Ulokai? Mhm. Zumindest bedeutet das Zeichen auf meinem Hemd. Der Weihnachtsmann. Ich bin Hesa, ich verkaufe Wasser. Willst du Wasser genau. kaufen? Genau.
Vielleicht später, danke. Dann muss ich weiterarbeiten. Ja, nee, warte. Steuerzahlung einstellen. Warte. Moment. Streit. Ich muss den Streit schlichten. Warte. Ich habe gerade Tee nachgeschenkt. Warte, Moment. Suche Hesa, Wasserkarren, rund um den Palast. Sprich mit ihm über seinen Wasserpreis und er erklärt dir. Streit mit Sos. Warte, ja, Streit. Ich habe gehört, du hattest einen Streit mit Pilam, da muss ich da noch Pilam. Das geht ewig. Er ist ein sehr beschäftigter Talaner. Aber genau. Als ich ihm erklären wollte, warum ich den Preis für mein Wasser erhöhen musste, wollte er nicht einmal zuhören. Prima. Dabei blieb mir nichts anderes übrig. Der ist mir sympathisch. Warum? Ich habe sehr viel zu tun und arbeite hart. Okay. Mein Tornhaar arbeitet schwer. Also wenn meine Ausrüstung muss laufend repariert werden. Prima. Jetzt weißt du, warum ich nie Zeit habe. Ja, ich habe auch keine Zeit. Preiserhöhung. Oh ja, ich musste den Preis erhöhen. Ich mit weil das Wasserpreis. Fleisch, das ich esse, das Risi, mit dem ich mein Tornhaar Domak füttere und auch die Reparaturen an meinem Karren teurer geworden sind. Prima. Kampfhilfe, was ist denn kann das? Kann ich den Streit zwischen euch beiden irgendwie Kampfhilfe. Schlichten? Ich weiß, auch du hast viel zu tun, Ulukai. Also werde ich dir in aller Kürze sagen, was geschehen muss, damit ich meinen Preis senken kann. Genau, das wollen wir haben. Also, da wäre zunächst mal Omi... Oh ja, jetzt kommt die Liste. Jetzt verkauft wird. Aha, das kann sich doch kein Schwein merken. Diese drei Talaner müssten ihre Preise senken, damit ich auch meinen wieder senken kann. Wie soll ich denn das? Ich werde sehen, was ich tun kann. Infoton haben. Kannst du mir etwas über deinen Tornhaar erzählen? Will das auch noch machen. Es zieht meinen Karren. Sein Name ist Domak. Und ich glaube, es arbeitet genau Hanomag, so gerne wie kenn ich. Hanomag. Infogeschäft, Kannst du mir mehr über deine Arbeit erzählen? Immer wahnsinnig. Seit Tausenden von Monden liefere ich nun schon Wasser aus. Tausende von Monden? Mit einem einzigen Mond hatte ich nichts zu tun. Wahnsinn. Alle Talaner sind von mir abhängig. Wieso eine Zeile? Alle kaufen ihr Wasser bei dir? Ja. Bruce Willis. Das Wasser aus dem Boden schmeckt nicht. Es sei denn, ich habe es mehrere Monde lang in meinen Fässern gelagert. Dann schmeckt es wieder. Prima. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel zu tun. Dann könnte ich mich um das Problem mit meinen Brunnen kümmern. Preise senken müssten, genau. Brunnen finden. Ach, den haben wir schon, oder? Du findest ihn im Süden von Okriana. Genau, da waren wir schon. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, um ihn dir zu zeigen, Ulukai. Na gut, dann haben wir es jetzt hier, oder? Jetzt müssten wir doch im Tagebuch ein paar Einträge haben. Siehst du, das habe ich schon gemacht, Talans. In Motorsau war ich kurz mal, deswegen, da habe ich die am Eingang schon die Krieger weggehauen und habe einen angequatscht. Deswegen, dann bin ich aber wieder zurück. Pilam, irgendwas mit Pilam muss ich noch machen. Also das habe ich schon gemacht. Warte, Zoss hat ein Problem. Genau, mit Hesa sprechen. Genau, da waren wir jetzt gerade, oder? Shamas Sokratze. Oh. Später aufsuchen. Zoss und Hesa. Streit zwischen Zoss und Hesa schlichten jetzt praktisch, oder? Große Kiste außer Kontrolle. Das war der Kran-Nebenaufgabe. Marion befindet sich bla bla. Giso möchte, dass ich den Talaner in Oka. Das ist alles die Nebenaufgabe mit dem Armreif. Der Musikmacher Shadi reist umher, um den Krieger Pilam durch. Aha, du hast keine Ahnung, was soll ich mit dem? Hesa hat ein Problem. Ah, das Wort, der jetzt laut Zade ist der Grund für ein großer Stein. Das Hammer. Versuche Hesa durch Gespräche mit Jagu, Ominel und Zack zu helfen. Aha, also ich muss jetzt mit Hesa. Jagu, Ominel und Zack. Ich mag nicht mehr. Sprich mit Ominel, sprich mit Jagu, sprich mit Zack. Oder? Sprich mit Ominel, Jagu und Zack. Fleischhändler. Oh Gott. Er möchte jetzt ein seltenes Zeremonienmesser der Ogobar für seine private Sammlung. Die Region Oka kannst du nur über eine kleine Insel, ich mag nicht mehr, in der Region Okasanka, wo ist denn das, erreichen. Reise nach Oka und hole dir das Messer vom Ogobar-Priester. Wieso? Die haben nicht mal alle Tassen im Schrank. Bringe das Messer zu Ominel und er belohnt dich reichlich und senkt seinen Preis. Sprich mit Diago, dem Risi-Händler. Reise nach Shamasa und suche jetzt. Hey, haben die einen Vogel?
da muss ich bei jedem wieder irgendwo anders hin rein. Ja, schau mal, es ginge ja noch, aber das wie soll denn da hin? Also, suche Ezef. Du findest ihn vermutlich nahe der Unfallstelle am K-Tempel. Ezef ist einer der Arbeiter. Sprich mit Ezef und berichte Jago in Talans. Er wird daraufhin seinen Preis für Hesa senken. Sprich mit Zack, dem Schmied im Südwesten. Das sind jetzt die drei Sachen. Er wird seinen Preis senken, wenn du ihm für kurze Zeit deine HK leist. Zwillige Einumkehr, kurz nach der... Sprich erneut mit Hesa. Also wenn ich die drei Sachen gemacht habe. Gehe nun auch zu Zoss. Ominel Jago, Zack. Sprich mit Zack. Also da muss ich nicht reisen. Das kann ich hier machen. Zack, wo ist denn der? Zack, wo ist denn der dort? Haben wir den schon? Zack, da ist er. Jetzt kommt einer. Ah! Ach, das ist dem sein. Zack, der ist da drüben. Schluss. Schlüssel, ja, da Waffen. Oh, jetzt kommen die. Ah, nee. Warte. Schlüssel geortet. Ich will den Schlüssel. Komme ich denn da rauf? Schlüssel. So eine Treppe. Ah, da ist eine Treppe. Warte. Na los, nimm dir da der heiligen Gegenstand. Da quatscht wieder einer. Da ist ein Schlüssel. Da drüben, oder? Komme ich da nicht drüber? Ah, nicht da. Upp. Da ist irgendwo ein Schlüssel. Jetzt warte. Wo? Ach, da drüben, warte. Jetzt Peng, springen rüber. Mensch. Jetzt könnte ich die anderen noch abschießen, warte. Ah! Mensch, das ist der Waffe, das macht mich schlichtweg fertig. Komm. Na komm. Den da. Na bitte. Wo ist denn der andere? Da. Der habe ich doch schon einfach oben gekriegt. Na bitte. Prima, das Spiel macht Spaß. Muss man jetzt schon mal sagen. Krieg ich die jetzt nicht? Ja, komm. 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 Jetzt. Ah! Naja, ach, das mag ich nicht mehr. Ach komm, ihr könnt mich alle mal. Können die nicht. Jetzt gehe ich da rüber und suche den. Wen suche ich da? Zack, oder? Zack, suche ich. Sind da drüben wieder zwei. Zack, warte, da drüben. Wo ist er? Zack, ist er weg. Metallschmied. Jetzt fangt der das Singen an. Ich krieg Flöhe. Zack. Metallschmied. Ach, da war ich schon mal. Der hat mir, glaube ich, schon mal was hergestellt, oder? Zack. Metallschmied. Da sind Hütten, die haben keinen Eingang. Warte. Der hockt da drin irgendwo. Zack. Zack, da ist er. Zack. Info. Hä? Du hast also deinen Preis für Hesa erhöht. Achso, Info Hesa, oder? Ich habe deswegen auch ein schlechtes Gewissen, aber er hat seinen Karren ständig kaputt gemacht und zur Reparatur gebracht. Warum? Den muss ich jetzt so viel mit dem Karren, dass die Metallteile verbiegen und schließlich brechen. Spiel mit Zack. Nach jeder Reparatur benutzt er den Karren sofort wieder. Na gut, das dauert jetzt 3 Jahre. Obwohl ich ihm das schon 1000 Mal gesagt habe. So 20 Minuten vorher, für nix und wieder nix. Ich repariere ihn dann so gut ich kann. Aber das nimmt zu viel meiner Zeit in Anspruch. Kann jetzt mal 3 Jahre dauern. Hört sich an, als ob das Metall nicht stabil genug wäre. Als wenn ich ein Buch lese, hätten die das nicht als Buch rausbringen können, das Spiel. Und ich weiß nicht, wie ich das Metall stabiler machen kann. Es sei denn, du würdest mir helfen, Ja,
Wie kann ich helfen? Ich habe gehört, wie sich die Talaner über einen heiligen Gegenstand unterhalten haben, den du als Waffe gegen die Krieger einsetzt und der ganz aus Metall ist. Da hätten wir eins weg. Warte. Er heißt HKP-12. Heckler und Koch. Ja. Ich würde gern hinter das Geheimnis des Metalls der Jods kommen, um so mein Metall stabiler zu machen. Dann muss ich dem jetzt so viel deine HKP-12 ausleihen könnte, Stunde. Würde es mir vielleicht gelingen. Leine. Aber du machst sie nicht kaputt, verstanden? Prima. Nein, ich will mir nur das Metall genau ansehen. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Würdest du mir deine HKP-12 ausleihen? Okay, zack, ja. Aber ich will sie in unversehrtem Zustand zurückhaben, verstanden? Das ist doch, war doch. Sie bleibt unversehrt, Ulukai. Geldbeutel. Komm in einer Weile wieder. So, was verstehen kann. Die? Wenn ja, werde ich meinen Preis für Hesa senken. Was verstehen? Erledigt. Ja, jetzt muss ich eine Weile warten. Was verstehen die unter eine Weile? Jetzt warte jetzt. Wo geht denn der? Der geht jetzt da rein. Gut, aha. Zelb. Barinhaber. Okay, der guckt sich das Ding an. Jetzt kommt hoffentlich keiner. Da drüben. Da ist der Waffenhändler. Gut, kommt der wieder raus, wenn er fertig ist. Was macht denn der? Bürger Lars Dietrich. Kennst du den? Bürger Lars Dietrich. Ja gut, das ist so ein Komiker. Gabriel Triss Comedian. Irgendwie. Oder? Bürger Lars Dietrich. Kannst mal googeln. Lars Dietrich. Jetzt müssen wir warten, bis der fertig ist. Gut. What machen wir now? What happens now? Kann man Fernsehen schauen in der Zwischenzeit oder E-Mails kontrollieren oder. Ui, der Himmel, schau her. Wahnsinn. So aus dem Aquarellmalkasten gemalt. Die Wolken, ist der jetzt fertig oder kommt der dann? Oder. Was ist denn das Braune da? Oben, da oben war. Nee, ich war im ersten Teil von dem Palast. Da in der Mitte ist so ein großer Palast. Und da im ersten, da sind aber Türen da. Da siehst du. In dem zweiten Teil, wo das Braune hier ist. Da bin ich noch nicht reingekommen. Also. Aber in dem vorderen Teil, also oben war ich schon drin. Da waren viele Gegner. So, ist. Er ist fertig. Komm her. Erledigt. Hast du etwas herausgefunden? Prima. Ich habe einiges in dem Metall entdecken können, Lukai, aber ich habe leider eines der kleinen Teile verloren, die sich in dem Metall befinden. Das ist schicke Sache. Du hast gesagt, sie würde unversehrt bleiben. Ich war neugierig, bitte verzeih mir, Ulukai. Und jetzt? Ich habe mir die anderen jedoch genau angesehen und konnte ein Ersatzteil anfertigen. Na, Dosche, ja. So schnell machst du eine Schraube? Natürlich, ich kann alles aus Metall machen. Sprich mit Zack. Nicht schlecht. In kurzer Zeit deine HK-Leist willige ein und kehre kurz darauf zurück und deine Waffe samt werde ich sie umsonst Belohnung. Reparieren. Ach übrigens, sag Hesa, dass ich seinen Preis gesenkt habe. Aha. Also muss ich dem das jetzt gleich sagen, oder wie? Kaputt gemacht habe. Aber wenn ich Metall sehe, bin ich nicht mehr zu halten. Ich möchte mich jetzt echt kaputt, oder wie? Genauso geht es mir auch mit alten Radios. Gut, dann haben wir das fertig. Ist sie jetzt kaputt, oder wie? Da sind wir da fertig. Muss ich das jetzt gleich dem anderen sagen? Oh, nee. Zack möchte, Hammer. Versuchen, Hesa. Muss ich da gleich mit dem? Nee, ich muss erst die anderen zwei machen, oder? Ja, prima. Jetzt warte, zack, Hammer. Dann brauchen wir den Jago und den Ominel. Machen wir den Jago, weil da muss ich dann nach Shamasa reisen. Sprich mit Jago, dem Risi-Händler. Wo ist der Jago, dem Risi-Händler? Jago, da ist er. Jago, dem Risi-Händler. Da müssen wir nach Shamasa reisen. Steht hier in der Lösung. Und ich gehe mal so. Ah, da kommen Rote. Wo ist jetzt der?
gehe ich da rum. Wo ist jetzt der Jaku? Warte. Jaku, der Riesenhändler. Da ist er, oder? Jaku, der Riesenhändler. Jetzt müsst ihr den anquatschen. Warte, komm. Info Hesa, oder? Info Hesa, oder? Jaku, ich muss mit dir über Hesa reden. Genau, das mit Hesa, das geht oder? Darum, Wasser. Dass ich meine Riesenpreise Preise, habe, oder? Gut. Genau. Okay. Ich möchte wissen, ob du den Preis für ihn wieder senken kannst. Gut. Wenigstens für kurze Zeit. Wenigstens schon. Ich wünschte, ich könnte, Sulukai. Aber ich muss noch genügend Sorgens zusammenbekommen, um mir den Weg nach Shamasa zu genau. kaufen, damit ich meinen Bruder finden kann. Genau, den müssen wir den jetzt Weg finden, freikaufen? Oder? Ja, außer den Kriegern und jenen, die Güter transportieren, darf kein Talaner ohne die Erlaubnis eines Kriegers ein Daoka betreten. Sind wir ich beim Alltag-Kammer? Ich wollte einen Krieger bestechen, damit er mich nach Shamasa durchlässt. Ja, leider wurde er aber vor kurzem umgekehrt, als Kroax herausfand, dass er bestechlich ist. Und jetzt versuchst du, einen anderen Krieger zu finden? Ja, ich habe jetzt schon seit Monaten nichts mehr von meinem Bruder gehört. Und ich bin fest entschlossen, herauszufinden, ob er noch lebt. Genau. Also, ich muss jetzt dem helfen. Was kann ich tun, um dir zu helfen? Ja. Natürlich unter der Voraussetzung, dass du danach deine Natürlich Preise unter der Voraussetzung, dass ich nicht du einschlafe. Ja? Ja. Ja. Ich möchte dich bitten, dorthin zurückzukehren und meinen Bruder Esef zu suchen. Er arbeitet auf den Riesifeldern und hilft manchmal bei den Bauarbeiten an den Tempeln in dieser Region. Mhm. Wenn du ihn finden und ihm sagen könntest, dass ich immer noch hier bin, wäre ich dir dafür äußerst dankbar. Okay, Entschuldigung. Das ist dir zur Abwechslung mal eine einfache Aufgabe. Okay, ja, das und ist einfach. Und dafür wirst du deinen Preis senken? Das werde ich, Ulukai. Das werde ich. Dann, also, jetzt muss ich nach Shamasa und den Ezel... Etze, wo ist denn noch mit toll? Etze finden. Prima. Also, Zorte. Das reißt man noch an und dann machen wir Pause. Also ich schalte aus und wieder ein. Talansa. Ja, du möchtest, dass ich den Schammer seinen Bruder Etze suche. Da gehen wir jetzt noch möglichst schnell hin. Ganz vor. Halbwegs vor, warte. Da vorne, da steht wieder einer. Da genau, da ist der Tempel. Da oben, da war ich schon bis im ersten Teil. War ich schon drin. So. Oh, da sind auch welche. Da. Hey, hey, hey. Ich hab doch schon die Hälfte weggeschossen. Wieso kommen da immer noch welche? Was waren da? Total gewartet. Okay. Gut, jetzt gehen wir nach Shamasa. Palme, da oben ist eine Palme. Das ist die Palmengegend. Shamasa, so. Das brauchen wir 3 Jahre. Gehen wir noch hin. Vielleicht schaffen wir das noch. 4 Minuten haben wir noch. Ezef, oder? Ezef. Hoffentlich ist da jetzt noch alles eingetragen, die Personen da. Das war da rechts oben, wo man die Pyramide... gerichtet. Hoffentlich ist da jetzt noch alles eingetragen. Nein, ist nicht. Der soll da rechts oben sein. Angeblich. Da wurde, wo wir das gesprengt, den Bauschutt gesprengt haben. Angeblich. Warte. Ezef, du findest ihn vermutlich nahe der Unfallstelle am K-Tempel. Was für eine Unfallstelle? Hä? Unfallstelle. Am K-Tempel. Welcher ist denn der K-Tempel? Ach bitte. K-Tempel, also hier nicht, oder? Jetzt ist da wieder nichts mehr eingetragen. Ezef. Da rechts oben ist es, oder? Ich mag nicht mehr. Ja, das macht schon Spaß, das muss man schon mal sagen. Okay, Schnellreise, wenn es ein bisschen so Schnellreise geht. Ja, ich glaube, es gibt so komische Trans-Teleporter-Dinger, aber... Ja, aber die gehen nur einmal immer, glaube ich, oder? Das müsste jetzt da oben... Ich hätte gedacht, da wo man die Unfallstelle am K-Tempel, was für eine Unfallstelle. Ich denke, dass das ist, wo man was, die kleine Pyramide, wo wir das eingesetzt haben,
Entschuldige, ich schau bloß. Wo man da die Brocken weggesprengt hat, oder? Ezef. Da ist er, Ezef. Jetzt haben wir. Ja, die Richtung hat schon gestimmt, schon, ja. Ezef, Bruder von, jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Ezef, welcher ist jetzt Bauer? Da ist er, Ezef. Komm her. Ezef. Unfall, warte, das haben wir ja gemacht, oder? Ich habe die Sache mit dem Unfall für euch in Ordnung gebracht. Genau, Unfall abgeräumt. Ja, du hast diesen Mond wirklich eine große Tat vollbracht, Ulokai. Ich wünschte nur, wir müssten jetzt nicht auf die Felder zurückkehren. Ich tue es nur sicherheitshalber nochmal. Bist du Ezef? Ezef. Willst du etwas Bestimmtes von mir? Nein, ich wollte mich nur davon überzeugen, dass du noch lebst und dass es dir gut geht, damit ich es deinem Mutter erzählen kann. Sag halt gleich, dass du... Ja, gut, ich bin so dankbar. Würdest du ihm bitte etwas von mir ausrichten, genau, jetzt, wenn du ihn das nächste Mal. Genau, jetzt müssen wir wieder zurück. Sicher. Das wäre dann der zweite. Sag ihm, ich würde noch immer unseren Vater suchen. Dann wird's schwierig. Man hat ihn zuletzt in der Stadt Cyana gesehen, aber seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Muss ich jetzt woanders noch? Nee, bitte. Sonst noch was? Ach so. Den Jod sei Dank, dass sie dich zu uns geschickt haben, Ulukai. Man könnte ja auch Infovater, muss ich jetzt Infovater noch machen, oder? Wo ist oder? Dein Vater? So eine Kettenreaktion machen, dass jede Aufgabe nicht lösbar ist, sondern erst in zwei Nebenaufgaben und jede Nebenaufgabe wieder zwei Nebenaufgaben. Also das sind dann schon nach wenigen Stunden unendlich Nebenaufgaben. So müssen wir es machen. Verstehst du? Das wäre doch mal ein tolles Spiel. Also wo eine Aufgabe nicht gelöst werden kann, sondern nur durch zwei Nebenaufgaben und jede Nebenaufgabe wiederum zerfällt wiederum in zwei Nebenaufgaben. Die man erst lösen muss. So, man fängt mit zwei Aufgaben an. 2x2 ist 4, dann 2x4 ist 8, 2x8 ist 16 und so weiter. Also man hat schon nach kurzer Zeit hat man dann 2 hoch 56, also sagen wir mal so 1 Million Nebenaufgaben. Das wäre doch mal ein schickes Spiel, das würde ich kaufen. Prima. Ja gut, jetzt gehen wir da noch zurück. Und dann schalte ich aus und dann müssen wir den dritten noch finden. Da müssen wir aber irgendwo anders hin, wo wir noch gar nicht waren, Freunde. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das macht Laune. Aber ich habe ja da in Talansa, habe ich ja drei komische Schlüssel gefunden. Hast gesehen, habe ich da schon gezeigt, gell? So, also... Nicht normale Schlüssel, sondern mit Bezeichnung, siehste. Da, die Steinschlüssel. Die muss ich. Ohne die komme ich doch auch nicht bestimmt nicht weiter, oder? Die habe ich da zufällig. Die sind da zufällig irgendwo in der Hütte drin. In Hütten. Irgendwo. Wusste das gar nicht. Ich schaue ins Rucksack und plötzlich habe ich drei komische Schlüssel drin. Jetzt gehen wir noch zurück zu dem und dann schalte ich aus und beginne das nächste Video. Bauer, da hätten sie doch Landwirt schreiben können. Naja, gut. Wenn der wenigstens bis etwas schneller sprinten würde. Ob der jetzt sprintet oder nicht, das merkt man gar nicht. Naja, ein bisschen. So, jetzt gehe ich da rein. Jetzt müssen wir zum Jagu müssen wir zurück, oder? Dann hätten wir den zweiten, dann fehlt noch der dritte, da wird es aber dann haarig. Das machen wir im nächsten Video. Jetzt gehen wir noch schnell zurück zu dem. So, zu dem, wie hieß der Jagu, oder? Jetzt kommen die wieder. Oh, bitte. Jetzt kommen wieder alle. Na komm. Ja, aber das, was wir hier machen, dadurch werden die Krieger geschwächt. Jetzt ist da wieder nichts eigentlich, mag nicht mehr. Jetzt ist da wieder nichts eigentlich. Doch, da ist er, Jagu. Jetzt ist da wieder. Jetzt kommen da wieder alle. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist nichts mehr eingedrungen und jetzt bin ich schon wieder im. Jetzt kommen da wieder alle Gegner. Das ist ein Spiel. Jetzt geht der wieder in Zeitlupe, komm. Jagu, oder? Der da. Jetzt schnell, komm her. Bruder gefunden. Warte mal eine Sekunde.
Hast du ich mal eine Sekunde, der nervt mich, der Ding. Berichte von fällt diesem. Auch nichts anderes ein. Ich wusste, dass er immer noch so, jetzt haben wir den zweiten. Was für Neuigkeiten hat er über unseren Vater? Steuern senken. Er hat ihn noch nicht gefunden, das aber weiter. Müssen wir aber machen. Das sind gute Neuigkeiten. Steuerzahlung einstellen, weil wir damit die Krieger schwächen, oder? Ich habe den Preis gesenkt habe. Danke. Ich möchte, dass du dies hier bekommst. Ach so. Ich habe es benutzt, um im Gespräch mit den Jods neue Hoffnung zu gewinnen. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Neue Hoffnung zu gewinnen. Was ist jetzt das für ein... Was sind denn das für Dinger, die wir da kriegen? So, ja. So eine komische Rolle und so eine komische Ding. Wo sind denn die? Gibt's nicht. Die brauche ich nicht. Schlüssel. Da schau her. Alcatraz kenne ich. Da ist Zorkratas. Alcatraz kenne ich. Was war denn das für eine seltsame Rolle? Scheiße, das Spiel macht mich fertig. Na gut, jetzt schalte ich aus und schalte wieder ein und dann geht's im nächsten Video weiter. Okay, tschüss, bis gleich.